Zwergenkommandant. Das ist gut, sie sind hier. Und? Gibt es Nachrichten aus Orsama? Hat Haus Claret seine Männer geschickt oder nicht? Sie halten uns hin, also nein. Die Fehde der Häuser Claret und Rumold ist wieder aufgeflammt, seit ihr Sohn in den tiefen Wegen den Tod fand. Es ist nur natürlich, dass sie auf ihr Recht, sich zu verteidigen, pochen. Ein guter Zeitpunkt, um wieder mit dem Unsinn anzufangen. Ich hätte gute Lust... Ah, guten Abend, grauer Wächter. Ich wusste nicht, dass ihr noch wach seid. Gibt es da jetzt echt Probleme? Habe ich irgendwas nicht gemacht, verpasst, nicht getan? Gibt es ein Problem mit den Truppen der Zwerge? Das könnt ihr laut sagen. Und nur weil eines der Häuser sturer ist als der Fels, aus dem es entsprungen ist. Wenn diese Verderbnis erst einmal vorbei ist, wird in der Versammlung abgerechnet. Sie hoffen vermutlich, dass wir alle draufgehen. Wenn das passiert, steht in Orsama eine gewaltige Streitmacht. Stark genug, um der dunklen Brut alleine zu trotzen? Das ist genau derselbe Mist, der uns nach Andrins Tod in die Scheiße geritten hat. Klare Worte. Es war unser Glück, dass ihr euch entschlossen hattet, nach Orsama zu kommen, grauer Wächter. Ein Oberflächler auf der Suche nach Hilfe? Wir hatten die eure nötiger. Das ist nett von euch. Die Schlacht macht mir Sorgen. Sollte ich das sagen als in Anführungsstrichen Oberbefehlshaber? Und das mit Recht. Ich hatte gehofft, ihr habt irgendeinen Wächtertrick im Ärmel, um ehrlich zu sein. Ist die Lage wirklich so verzweifelt? Könnte es sein, dass wir verlieren? Es ist nicht immer so, wir finden einen Weg zu siegen, wir müssen. Jetzt streue ich auch noch Zweifel. Ganz großartig. Wir finden, wir müssen. Ich hoffe, ihr habt recht. Es muss schrecklich sein, unter freiem Himmel zu sterben. So viel steht fest. Toll. Als dann, ab zum Lager mit euch beiden. Aber betrinkt euch nicht allzu sehr. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wunderschönen guten Abend, grauer Wächter. Und viel Glück auf dem Schlachtfeld. Euch auch. Ach, toll. Da kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin. Wir können nur hier lang gehen. Schnuff! Schnuffi-Mann! Er hüpft um dich herum und bellt aufgeregt. Schnuff, Schnuff. Siehst du was Interessantes? Na, was bringt er? Was? Schnuffi läuft auf dich zu und legt dir einen leicht mitgenommenen Kuchen in die Hände. Oh, du bist so süß, Schnuff. Du bist so süß. Hast du den gerade gefunden? Danke, ein Kuchen. Das ist toll. Du bist ein guter Hund. Ja. Du süßer, du. Schnuff, Schnuff. Ha, ich habe einen Kuchen gekriegt. Im Ernst? Ich habe einen Kuchen gekriegt? Habe ich einen Kuchen gekriegt? Na, guck mal, wer hier ist. Alle. Sollten wir nochmal mit allen reden, wie es denen geht? Kann ich euch irgendwie helfen? Über diesen Ort? Redcliff? Darüber weiß ich nur, dass der Aal von Redcliff dort herrscht. Redcliff? Woher wohl der Name stammt? Ist der Lehm hier rot? An manchen Orten auf der Welt ist der Lehm nämlich hellrot und Legenden berichten oft davon, dass die Ursache davon Blut ist. Das Blut tausender Männer, die in der Schlacht gefallen sind, oder das eines einzigen Unschuldigen, der erschlagen wurde. Es befleckt die Erde, damit das Ereignis nie mehr vergessen wird. Vielleicht ist das bei Redcliff auch so. Aber sicher bin ich mir nicht. Das klingt wieder alles ziemlich lyrisch. Okay. Haben die nichts zu sagen? Für euch nehme ich mir die Zeit. Die haben uns nichts zu sagen. Ei. Also gut. Wir stehen vor unserer großen Schlacht und keiner hat was zu sagen? Okay. Wo wohne ich denn hier? Nicht. Im zweiten Stock. Gut, fangen wir an. Okay. Schön wäre es, wenn Riordan uns jetzt mal eben aufklären würde, was hier auf uns wartet und was wir tun müssen. Gästezimmer. Ach, toll. Kann ich immer noch nicht reingucken, weil ich... Was ist denn das? Was ist das? Ach, irgendein Gestein oder sowas, ne? Okay, das sieht merkwürdig aus. Da komme ich auch nicht rein.
Ach, Riordan. Alistair steht da in der Ecke. Was ist das für ein Raum? Morrigan. Die hat ein eigenes Zimmer. Die anderen stehen alle unten im Flur und sie hat ein eigenes Zimmer. Willst du mich verarschen? Da seid ihr ja. Mal sehen, was Riordan uns zu sagen hat. Wieso kriegt die hier Sonderrechte? Das ist mein Zimmer. Warum ist die in meinem Zimmer? Ihr seid beide hier. Gut. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Zuerst, ich nahm an, ihr wüsstet es schon. Sonst hätte ich es euch schon erzählt, als ihr mich in Denerim befreit habt. Tut mir leid. Worum geht es? Wofür entschuldigt ihr euch? Habt ihr euch jemals gefragt, warum die grauen Wächter gebraucht werden, um die dunkle Brut zu besiegen? Das habe ich, ja. Ich nehme an, das hat mit der Verderbnis in uns zu tun. Ich dachte, notwendig wäre vielleicht etwas übertrieben. Wegen unserer Gabe, sie zu spüren, weiß ich nicht. Ich nehme an, es hat mit der Verderbnis in uns zu tun. Genau so ist es. Der Erzdämon kann wie jedes andere Wesen der dunklen Brut erschlagen werden. Aber nur ein grauer Wächter kann ihm den Todesstoß versetzen. Andernfalls geht die Essenz der Bestie auf ein anderes Wesen der Brut über und wird in dessen Leib wiedergeboren. Der Drache ist also unsterblich. Wird der Erzdämon aber von einem grauen Wächter getötet, geht seine Essenz auf eben diesen Wächter über. Und was geschieht dann mit ihm und wozu soll das gut sein? Das klingt ziemlich ungesund. Was geschieht dann mit ihm? Anders als die Wesen der dunklen Brut sind graue Wächter keine seelenlosen Hüllen. Die Essenz des Erzdämons wird vernichtet. Und leider auch der graue Wächter. Das heißt, der graue Wächter, der den Erzdämon tötet, stirbt? Ja, mit dem Erzdämon endet auch die Verderbnis. Das ist der einzige Weg. Was? Der einzige. Wie passiert das? Kämpft die Seele des grauen Wächters gegen die Seele des Erzdämon und dann werden beide getötet? Ich verstehe das irgendwie nicht ganz, aber gut. Wer bin ich? Es ist also an uns, den Dämon zu töten? Gibt es keinen anderen Weg? Muss der graue Wächter wirklich sterben? Warum ist das ein Geheimnis? Wieso wissen das nicht alle? Ich denke nicht. Ja, weil. Weiß ich nicht. Werden dann noch weniger graue Wächter? Ich habe keine Ahnung. Ich denke nicht daran, dafür mein Leben zu opfern. Dann werde ich ihm eben den Todesstoß verletzen. Gibt es keinen anderen Weg? Muss der graue Wächter wirklich sterben? Soweit wir wissen, springt die dämonische Essenz automatisch über. Wenn also keiner von uns die Bestie erschlägt, war alles umsonst. Es gibt keinen anderen Weg, so leid es mir tut. Und warum ist es... Ich frage jetzt wirklich mal ganz doof, warum ist das ein Geheimnis? Warum wissen das nicht alle? Ich meine, dann wüssten die doch, dass sie die grauen Wächter benötigen. Wir halten es aus demselben Grund geheim wie das Beitrittsritual. Wer würde freiwillig ein grauer Wächter werden, wenn er wüsste, was ihn erwartet? Aber es muss graue Wächter geben. Ohne uns gäbe es keine Hoffnung. Na gut... Es ist also an uns, den Dämon zu töten. Aber nicht an Alistair. Alistair muss König werden. Scheiße. Wie mies. Und ich dachte alles, naja gut, alles heile Welt natürlich nicht. Nicht um diesen Preis, aber dass das jetzt, oh Gott. Dann werde ich in den Todesstoß versetzen. Euer Mut ist wahrlich herzerfrischend. Aber werft euer Leben nicht allzu überstürzt weg. Wenn es irgendwie geht, werde ich dem Dämon den Todesstoß versetzen. Ich bin der Älteste und kann der Verderbtheit nicht mehr lange trotzen. Aber falls ich scheitere, fällt die Tat euch zu. Wenn wir der Verderbnis nicht jetzt Einhalt gebieten, wird Ferelden untergehen, bevor sich die grauen Wächter neu sammeln können. Vergesst das nicht! Aber Schluss damit. Morgen ist ein wichtiger Tag und die Nacht ist kurz. Kehrt jetzt besser in eure Gemächer zurück.
Ich melde mich bei euch, sobald die Armee marschbereit ist. Bald hat das alles ein Ende. So oder so. So ist es, mein Freund. So ist es. Aber es heißt, wir werden sowieso irgendwann sterben, weil wir die Verderbtheit in uns haben. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr verkannt, was wir hier eigentlich sind. Ihr solltet versuchen, etwas Schlaf zu finden. Wenn die Armee erst marschiert, haben wir dafür keine Zeit. Okay. Och, ich kann nicht. Morrigan ist in meinem Zimmer. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin's nur. Nur? Ach, Morrigan, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Habt ihr kein eigenes Schlafgemach? Sich hier einzuschleichen war keine gute Idee. Habt ihr euch endlich dazu entschlossen, mich zu hintergehen? Nee, warum? Wieso hat sie entschlossen, mich zu hintergehen? Morrigan, ist alles in Ordnung mit euch? Mir geht es gut, aber ihr seid in Gefahr. Ich habe einen Plan, einen Ausweg, ein Schlupfloch. Was? Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Riordan hat ja gesagt, dass er sich opfern will. Ich habe nicht vor, mich selbst zu opfern. Habe ich doch eigentlich schon, wenn es darum geht, dass Alistair überlebt und König wird, auf jeden Fall. Dann ist unser Leben irrelevant. Auch wenn wir ihn lieben und er uns liebt. Woher wisst ihr das? Ich weiß sehr viele Dinge. Wie ich dazu kam, ist unwichtig. Es geht darum, was ich euch anbieten möchte. Ich biete einen Ausweg an. Einen Ausweg für alle grauen Wächter. Es muss kein Opfer geben. Ein Ritual, begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Was müssen wir machen? Eine Jungfrau opfern? Alistair kommt nicht mehr in Frage. Was genau ist das für ein Ritual? Wozu die Heimlichtuerei? Ich traue der Sache nicht. Alles hat seinen Preis. Ich traue euch nicht. Ich habe kein Interesse an eurem Ritual. Ein Ausweg, erzählt mir mehr. Was genau ist das für ein Ritual? Jetzt bin ich gerade unsicher, was sie anbelangt. Es ist alte Magie, aus der Zeit vor der Gründung des Zirkels der Magie. Manche würden es Blutmagie nennen, was? Aber das ist nur ein Name. Es gibt auf dieser Welt weit Schlimmeres zu fürchten als Namen. Blutmagie? Was hat sie vor? Wirklich jemanden opfern? Keine Blutmagie einsetzen, nur um mich selbst zu retten. Und wenn ihr in der Schlacht allein dem gefürchteten Erzdämon begegnet, werdet ihr dann auch noch so denken? Und außer euch ist dann noch Alistair. Was ist, wenn er dem Erzdämon gegenübersteht? Soll er dann einfach umkommen? Ich bitte nur darum, dass ihr euch mein Angebot anhört. Sonst nichts. Jetzt kriege ich Angst. Also gut, lautet euer Plan? Gut, aber sprecht rasch und ich verspreche nichts. Ich muss nichts mehr hören. Die Antwort lautet nein. Gut, aber sprecht rasch. Ich verspreche nichts. Ich schlage Folgendes vor. Überredet Alistair, das Lager mit mir zu teilen. Was? Hier und jetzt. Und aus diesem Ritual wird ein Kind in mir entstehen. Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Wie bitte? Abgesehen davon, dass sie mit unserem zukünftigen Ehemann, den wir lieben, schlafen will, will sie ein Kind von ihm empfangen? Ein Kind, das die Seele des Erzdämons in sich trägt und womöglich noch seine eigene Seele? Was wird das für ein Kind werden, das arme Ding? Das Ding wird also zu dunkler Brut? Das Kind, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, das ist jetzt schon wieder... Und warum bringt ihr das nicht bei Alistair vor?
Verstehe, was habt ihr davon? Seid ihr verrückt? Das ist euer Plan? Bisher klingt es ganz gut. Es klingt überhaupt nicht gut. Scheiße. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet. Er bleibt nicht vernichtet. Die Seele des Erzdämon wird in das Kind fahren. Und was bewirkt das dann? Wird das Kind dann zu dunkler Brut? Überhaupt nicht. Aus ihm wird etwas völlig anderes. Ein Kind, das die Seele eines alten Gottes in sich trägt. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals. Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil wenn ich an ihre Kindheit denke... Also gut, ich bin einverstanden, ich mache es. Woher wisst ihr überhaupt, dass es funktionieren wird? Wartet, ich will mehr über das Kind erfahren. Glaubt ihr wirklich, dass Alistair dem zustimmt? Warum Alistair, warum nicht Riordan? Nein, ich werde nicht zustimmen. Wartet, ich will mehr über das Kind erfahren. Wie ihr wünscht. Dem Kind passiert doch nichts, oder? Nach nur einer Nacht gibt es eigentlich noch gar kein Kind. Aber nein, ihm passiert nichts. Es wird nur verändert. Wird das Kind böse sein? Was wird aus ihm? Was ich will, ist die Essenz des alten Gottes, wie er früher war, und nicht die finsteren Mächte, die ihn vergiftet haben. Manche Dinge in dieser Welt verdienen es, erhalten zu werden. Denkt darüber, was ihr wollt. Die Seele eines alten Gottes. Das sind Erzdämonen, aber verderbte Erzdämonen? Was habt ihr da mit dem Kind vor? Das möchte ich euch nicht sagen. Ich würde aber gern darauf bestehen. Das Kind wird die Freiheit für eine uralte Macht repräsentieren. Die Möglichkeit, ohne die Verderbtheit wiedergeboren zu werden. Ist das nicht Grund genug? Ich werde das Kind fernab der Gesellschaft aufziehen und es Respekt vor seiner Abstammung lehren. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Seltsamerweise finde ich diese Idee mit dem Kind gar nicht so abstrus, wie ich sie vielleicht finden sollte. Aber das, was mich am meisten stört, ist, dass ich mit Alistair schlafen will. Was ist, wenn Alistair das Kind sehen möchte? Wir reden gar nicht mehr darüber, dass Alistair Sex mit ihr haben soll. Nein, wir reden über das, wenn es schon passiert ist. Ich frage trotzdem mal. Das wird er ohne Zweifel wollen, aber das geht nicht. Mehr verlange ich nicht. Verstehe. Habt ihr euch entschieden? Woher wisst ihr, dass es funktionieren wird? Das war der Plan meiner Mutter, als sie mich mit euch ziehen ließ. Ach. Sie hat mir das Ritual gegeben und mir gesagt, was ich tun soll. Das überrascht euch doch nicht, oder? Habt ihr euch nie gefragt, warum Flemeth euch das Leben gerettet hat? Das war der Grund. Entscheidend ist, dass ich euch das jetzt anbiete. Es wird funktionieren und euch das Leben retten. Flemeth hat uns das Leben gerettet, damit Morrigan später mit Alistair ein Kind haben kann? Nein, es geht ja gar nicht um Alistair an sich. Es geht ihr um die grauen Wächter. Dann wette ich, wenn ich einen Mann spielen würde, wenn wir einen männlichen Charakter hätten, würde sie auch mit uns schlafen, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Warum Alistair, warum nicht Riordan? Selbst wenn man Riordan dazu überreden könnte, wäre er ungeeignet. Ich brauche einen, der noch nicht lange verderbt ist. Er muss es sein, und zwar heute Abend. Okay, ja, tatsächlich. Es geht ihr nicht darum, weil Alistair König wird oder um irgendwas anderes. Wäre fast lieber gewesen, wenn sie Alistair gefragt hätte. Ne? Wie soll ich. Ich musste echt nochmal drüber sinnieren. In dem Fall. Und ganz ehrlich, wenn Flemeth uns nicht aus diesem eigennützigen Grund gerettet hätte, wären wir damals gestorben. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ihr oder Morrigan was schulden, aber. Und man kann. Oh, das klingt jetzt ganz merkwürdig, aber. Ich weiß nicht.
Es ist ja noch nicht mal Betrug, wenn wir beide davon wissen oder wenn wir alle drei davon wissen. Oh Gott, ich... Wow. Glaubt ihr wirklich, dass Alistair dem zustimmt? Wenn ihr so für ihn empfindet, wie es den Anschein hat, werdet ihr ihn überzeugen. Bedenkt doch nur die Alternative. Gott, glaubt ihr, Alistair tut seine Pflicht als künftiger König nicht und lässt das Land im Stich? Und wenn ihr den Streich ausführt, verliert ihr die Frau, die ihr liebt. Wie wird er sich dann wohl fühlen? Ihr habt viele gute Gründe dafür, ihm zu sagen, dass er sein eigenes Leben retten kann. Überlegt es euch. Sie hat verdammt nochmal recht. Beides wäre richtig schlimm. Den Menschen zu verlieren, den man liebt. Alistair darf auf keinen Fall den letzten Streich durchführen, weil Ferelden ihn braucht. Und wenn wir sterben, was wird das für ihn dann bedeuten? Wenn wir ihn alleine lassen, im Stich lassen, obwohl wir ihn gedrängt haben, König zu werden. Oh Gott, das ist so... Ich werde mit ihm reden, definitiv, ja. Okay, ich bin einverstanden, ich mache es. Eine weise Entscheidung. Ich werde hier warten, bis ihr mit Alistair gesprochen habt. Hoffentlich könnt ihr ihn überzeugen. Ey, es soll nicht so viel Spaß machen, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, Morrigan. Morrigans Ritual im Ernst jetzt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich schlage vor, ihr geht umgehend zu Alistair. Gut, ich gehe. Großartig. Wo ist Alistair? Da ist Riordan. Ist Alistair jetzt im Gästezimmer? Er steht da ganz brav in der Ecke. Hat noch seine Rüstung an. Oh, scheiße. Im Ernst jetzt. Alistair.